Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 15. Januar. Grüße wieder Christian Kämmerer und wir schauen natürlich mal auf die Märkte. Zu Beginn hier, wie Sie es der Headline entnehmen können, wollen wir uns dem Aussie zuwenden, dem australischen Dollar, der sich hierbei mit dieser Händlerbezeichnung betitelt. Und wir hatten bereits gestern hier, da möchte ich Sie vorab darauf hinweisen, hier in den Trading Shoutouts hier auf unserem JFD Desk darauf hingewiesen, ob es denn hier in der Nacht möglicherweise einen Ausbruch gibt oder nicht. Ein Klick darauf genügt und dann landen Sie hier bei uns auf dieser Research Site, wo wir praktisch hier die Trading Shoutouts darstellen, die sich hier durch einfache Charts kennzeichnen, ohne jegliche Kommentare. Aber eben mit der Struktur dessen, dass man sich hier ein Bild machen kann von der Tendenz, die möglich wird. Und wir sehen hier diesen Abwärtstrend beim Australdollar seit Ende des letzten Jahres und hier die gestrige Situation. Schauen wir uns jetzt dazu den Live-Chart an. Hier sehen wir jetzt aktuell den Australdollar hier in seiner gegenwärtigen Entwicklung. Warum Ausbruch in der Nacht? Nun, wir hatten Daten aus Australien und zwar ging es hierbei speziell um die Arbeitslosenquote. Es gab hier eine Prognose von 6,3% und es ist ein erwarteter Wert bekannt gegeben, also nicht ein erwarteter Wert, sondern es ist ein Wert bekannt gegeben worden, der bei 6,1% liegt, also besser als erwartet. Das sorgte für Auftrieb und Sie sehen hier diese aktuelle Tageskerze beim Australdollar, die sich hier eben aufmacht, diesen Abwärtstrend seit Herbst letzten Jahres zu durchbrechen. Auch diese Versuche gab es schon im November, die hier kläglich scheiterten. Wichtig ist eben, dass wir hier, und da gehe ich gerne nochmal auf den Trading Shoutout zurück, dass wir hier das Niveau von 0,8256 überschreiten. Das wird für den heutigen Tag wichtig sein. Das bleibt definitiv die Agenda. Der Australdollar selber aufgrund dieses starken Impulses, wie wir ihn hier im aktuellen Chartgeschehen erleben, ist schon über 100 Pip gelaufen, um genau zu sein, 104 Pip und das ist natürlich schon eine enorme Range. Sie müssen wissen, der Australdollar bewegt sich im Schnitt um die 85, 90 Pips am Tag. Also hier relativ ausgeschöpft, aber durch diesen Ausbruch könnte sich hier durchaus weiteres Potenzial entfalten. Was heute tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rückfall unter diese Linie. Also, wenn wir das konkret am Chart festmachen, wenn wir hier wieder oder insbesondere ein Daily Close unterhalb von ja, 0,8291,90 machen hier in diesem Bereich, also unterhalb von 0,8190, wäre es keine positive Einschätzung im Sinne dessen, dass man hier dann einen direkten Ausbruch erwarten darf, sondern dann könnte sich die Geschichte hier wiederholen, wie das im November 2014 schon geschehen ist. Leicht negativ dazu passt, also nicht zum Ausbruch, aber rein von der technischen Situation her, passt die Prognose nach der Fuzzy-Vector-Logik und der saisonalen Tendenz. Sie sehen, der Australdollar hier rein von den statistischen Rahmenbedingungen und von der Saisonalität nach unten ausgerichtet. Also sieht das Bild hier insofern, wenn der Ausbruch scheitert, nicht gut aus. Darauf gilt es zu achten. Wenn die heutige Kerze keine Bestätigung findet, selbst wenn wir heute hier schließen, nicht über 0,2 80, 56 klar rausgehen am morgigen Tag, sondern auch morgen dann wieder mit einer schwarzen Kerze nach unten raussegeln und dann per Weekly Close, morgen ist Freitag, den Wochenhandel beenden unterhalb dieser Trendlinie, dann wäre das definitiv ein nicht gutes Signal für den Markt. Schauen wir uns hier nochmal kurz die Wochentagsstatistik zum Australdollar gegenüber dem US-Dollar an. Hier haben wir gestern, Schrägstrich heute, positive Tage, inklusive Montag. Wir sehen aber hier, und das ist natürlich so ein bisschen der Wermutstropfen für morgen, der Freitag ist statistisch mit dem Blick auf die letzten 52 Handelswochen ein negativer Tag. Ein ganz klar negativer Tag, um nicht zu sagen der negativste Tag. Und das sollte sich tunlichst diesen Freitag nicht bestätigen, damit wir eben hier diesen Ausbruch nach oben weiterhin bestätigen. Aber der Australdollar in jedem Fall in einem sehr, sehr interessanten Fahrwasser. Insofern gilt es, mal hier auf das Geschehen zu achten. Das könnte hier für die nächsten Tage ein durchaus schöner Move nach oben werden, sofern der Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier eben diesen Ausbruch weiter vollzieht. Gut, das, meine lieben Zuschauer, wäre es auch schon gewesen für den heutigen Radar in aller Kürze und Würze. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, natürlich schalten Sie morgen wieder ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.